In Frankreich stehen die Zeichen weiterhin auf Streik aus Protest gegen die geplante Rentenreform von Präsident Macron. Der Bus- und Bahnverkehr ist heute massiv beeinträchtigt, Flüge fallen aus. Auch bei der Müllabfuhr und in den Schulen ruht vielerorts die Arbeit. In einigen Städten wie hier in Amiens wurden Straßenblockaden errichtet. In der Stadt Rennes mussten am frühen Morgen Sicherheitskräfte anrücken, weil Barrikaden brannten. Und in Paris ist ARD-Korrespondentin Sabine Rau. Es ist ja nicht der erste Protesttag, aber die Gewerkschaften wollen heute eine Rekordbeteiligung erreichen. Haben Sie den Eindruck, dass das gelingt? Also wenn ich mich umschaue hier in Paris, würde ich sagen, es wird heute sicherlich mehr werden als bei den vergangenen 6 Protesttagen, die wir ja schon erlebt haben. 2 Millionen wollen die Gewerkschaften heute auf die Straße bringen und es soll tatsächlich nach ihrem Willen eine neue Phase des Protests gegen die ungeliebte Rentenreform in Frankreich eingeläutet werden. Seit heute Morgen werden zum Beispiel alle Raffinerien im Land bestreikt. Es wird kein Benzin, kein Kraftstoff mehr ausgeliefert. Das dürfte in den nächsten Tagen zu Engpässen an allen Tankstellen führen. 80% der Züge fallen aus. An den Schulen findet kein Unterricht statt. Es ist also ein Streik, der weite Bereiche des öffentlichen Lebens betrifft. Also kann man wirklich sagen, dass Frankreich heute weitgehend lahmgelegt ist? Jedenfalls in zentralen Bereichen, nämlich Energie, auch in den AKWs, in den Atomkraftwerken wird gestreikt. Rund 6 Reaktoren, diese Energieleistung gibt es im Augenblick nicht in Frankreich. Es wird der Verkehrsbereich bestreikt und der Bildungsbereich bestreikt. Das heißt, was machen die Eltern mit den Kindern, die nicht in die Schule gehen können oder in die Kita? Die müssen zu Hause bleiben. Also das hat schon weitreichende Folgen für alle Bereiche des Lebens. Macron begründet die Reform ja unter anderem damit, dass auch das französische Rentensystem nicht am demografischen Wandel vorbeikommt. Glauben ihm die Menschen das nicht? Ich denke, das glauben die Franzosen schon, aber es stellt sich in der Tat die Frage, warum ist der Protest so vehement gegen diese Rentenreform? Denn der demografische Wandel geht natürlich auch an Frankreich nicht vorbei. Ich würde sagen, die Regierung Macron hat ihre Pläne bislang schlecht kommuniziert, hat nicht klar gemacht, dass natürlich auch in Frankreich ein erhebliches Defizit in den Rentenkassen droht und dass dafür entweder länger gearbeitet werden muss oder mehr Beiträge in die Rentenkassen eingezahlt werden müssen. Dazu kommt ein soziologischer Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Frankreich ist die Rente mit 60 in den 80er Jahren als der soziale Fortschritt, die soziale Errungenschaft gefeiert worden. Und länger zu arbeiten gilt vielen Franzosen tatsächlich als Zumutung. Arbeit wird eher als Belastung hier empfunden, obwohl, und das muss man auch dazu sagen, das Rentenniveau hier in Frankreich deutlich höher ist als in Deutschland mit 74% gegenüber 48% in Deutschland. Also hier gibt es schon eine Schieflage und da muss sicherlich die Regierung sehr viel mehr Kommunikation und Aufklärung betreiben, als sie das bisher getan hat. Repräsentieren denn die Streikenden und die Menschen auf der Straße auch die Mehrheit in der Bevölkerung? Naja, was wir hier heute sehen mit orangen Westen, das sind natürlich alles Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Man muss allerdings sagen, dass dieser Streik, der ja die Leute auch ganz empfindlich in ihrem beruflichen und privaten Umfeld trifft, von 64% der Franzosen laut Umfragen gut geheißen wird. Die Unterstützung ist deutlich geringer, aber es gibt schon Zustimmung und Sympathie für diese massiven Streiks. Und das zeigt eben auch, wie wenig klar gemacht worden ist, vor welcher gravierenden Entwicklung Frankreich steht und dass jetzt Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden müssen. Die Rentenreform wird ja nun gerade im Parlament diskutiert und Macron will auch nicht nachgeben. Wird er denn seine Pläne überhaupt so wie geplant durchdrücken können?
Also es ist tatsächlich so, dass die Rentenreform jetzt im Augenblick im parlamentarischen Verfahren ist. Das ist sehr mühsam, weil es sehr, sehr viele Anträge der Opposition gibt, noch zusätzliche Dinge zu diskutieren. Es hat auch schon Korrekturen gegeben an den Plänen, aber tatsächlich ist es so, Macron hat keine eigene Mehrheit, um diese Reform im Parlament durchzusetzen. Was ihm am Ende bleibt, wenn es ihm nicht gelingt, Stimmen der Opposition für sich, für sein Vorhaben zu gewinnen, wenn ihm das nicht gelingt, dann bleibt ihm Möglichkeit, das per Dekret durchzusetzen. Es gibt einen Artikel im französischen Gesetz, der besagt, dass die Regierung Gesetze auch ohne Abstimmung durchsetzen kann, und wenn nichts mehr hilft, wird er am Ende das tun. Das wird allerdings die Zustimmung zu dieser Rentenreform sicherlich nicht befördern. Danke, Sabine Rau in Paris.